Okidok. Dann gucken wir mal. Wir sollten die Hitzerolle noch auf einen Hotkey setzen. Aber erstmal runter in die Mine. Hops. So. I. Vier Rolle der Hitze. Oh, ja, das muss doch. Müsste doch reichen. Also, Schnelltaste zuordnen. Nehmen wir mal. 7. Okay. Den Frosch sollten wir, glaube ich, nicht rausholen. Ich denke mal, der stirbt einfach nur. Na komm. Du kannst hier rüberspringen, ich weiß das. Okay. Ah ne, Pfeile sollten wir nicht verballern. Dann halt einfach so. So. Ihr könnt aber hier rüberspringen. Das ist ganz garstig. Oh, oh. Nee, nicht jetzt Lebenspunkte verlieren. Kommt mal hierher und bleibt mal da stehen. Genau. Und wenn ihr jetzt noch ein Herz droppen würde, wäre das echt super. Dann müsste ich nämlich nicht nur Heiltrank vorher trinken. Ja, sehr schön. Elfisches Ohr. Das sind Elfen? Nee, das sind Orks. Orks, die Elfenohren tragen oder so. Okay. Du kommst gar nicht erst dazu, irgendwas zu machen. Ne, jetzt haben wir wieder Lebenspunkte verloren. So, du musst jetzt ein Herz dabei haben, sonst werde ich grumpig. Münzen. Nee. Okay. Ein Heiltrank. Flupp. Einmal dich auf. Das ist so garstig. So, womit kämpfen wir primär? Mit dem Bogen. Also, Bogen in die Hand. Erstmal Licht machen. So, was ist das? Ja, hier ist ein Wurm, klar. Auch wenn ich echt dachte, das wäre ein Würm, also ein Drache und nicht ein richtiger Wurm. Trotzdem ist er garstig. So, also wir drücken jetzt da drauf, laufen nach rechts und machen die Hitze auch an. Ja. Ups, weg, 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 weg. Hitze auch an. Bogen in die Hand. Wow, okay. Heiltrank, Heiltrank. Und warum geht die Hitze aber nicht? 7. So. Wir wenigstens etwas Schaden. Es wird ewig dauern. Ich drehe mich mal ganz kurz ganz leicht. Das ist wirklich ganz leicht um. Jetzt kann ich. Okay, nächstes Mal, wenn ihr dieses Hin- und Her-Geschieße macht. Nee, ich will nicht auf die Dinger zielen. Ich will auf dich zielen, du. So, wo kommst du jetzt hoch? Kommst du gar nicht hoch, solange die hier leben? Ah, da kommt er. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Nee. Oh, ich könnte die Nahkampf-Damage-Rolle jetzt benutzen. So, einmal. Habe da, habe da, habe da. Genau. Gib ihm, gib ihm. 118, sehr schön. Oh, Herzchen. So. Oh, das ist zu nah dran. Wir sind fast voll mit Lebenspunkten. Also bin ich fast versucht, mich ganz leicht nach links umzudrehen. Aber nö. Nö, lass mal. Das läuft gerade so gut. Solange er das nächste Mal jetzt nicht noch näher kommt, ist alles okay. Ich glaube, ich trinke trotzdem mal einen Heiltrank. Das kleine Fitzelchen, welches genau das, was fehlt. So, Bogen. Oh! Okay, ganz leicht nach links drehen. Nö. Nö, 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 nö. Und ja, ich weiß, dass ich gerade vor 10 Sekunden was vollkommen anderes gesagt habe, aber ich wollte es einfach mal testen. So, Hitzeaura an und ihn einfach sterben lassen. Oben raus. Phew. Oh, sehr schön. Schwert raus. Haha, jetzt stirbt er. Zack, zack. Komm, zweimal noch. Einmal noch.
Jetzt kommt Bossphase 2. Nein. Jetzt kommt Uriglit. Nimm das, Zera. Ich habe ihn getötet. Shai-Hulud ist meine Hure. Was? Wer ist Shai-Hulud? Nun, ich höre kein Echo von Gelächter. Glück begünstigt immer die Dummen. Ja. Du mich auch, Zera. Ganz viele Münzen. Schlüssel zur Kanalisation. Okay. Ich dachte eigentlich, ich kriege jetzt den Hammer oder so. Okay. Also hätte ich das hier eigentlich erst viel später machen müssen. Sehr schön. Aber gut, wir haben jede Menge Geld bekommen, das wir benutzen können, um unsere Ressourcen wieder aufzufrischen. Und ich glaube, ich hole mir den Frosch raus. Plup. Damit er ein bisschen Energie tanken kann. Und uns Fledermäuse vom Leib hält. Kann man hier noch irgendwas? Nö. Oh. Doofes Ding. Du auch. So. Ein, zwei Sachen noch aus den Kommentaren. Einmal wurde darauf hingewiesen, dass doch, wenn wir runterfallen, also wirklich lange in der Mine runterfallen, dass dann so eine Zeitanzeige kommt. Und dass wir ja eine Herausforderung haben, die so ähnlich klingt. Also so und so lange den Boden nicht zu berühren. Also sollten wir vielleicht einfach mal erstmal gleich uns heilen. Also sollten wir einfach mal ganz tief runterfallen in der Mine und gucken, ob das reicht. So, aber erstmal sammeln wir die ganzen Herzen hier ein. Dich auch noch. So. Genau. Also Mine ganz runterfallen. Dann nehmen wir doch einfach mal eine ganz dreiste Abkürzung. Und zwar von hier gleich nebenan wieder rein. Klick. Klick. So, also wir müssen von ganz oben nach ganz unten fallen. Ohne dabei irgendwo aufzuschlagen. Das heißt, wir müssen von... Ah. Das heißt, wir müssen von einem Ork einfach runtergeschlagen werden. Oder das da machen. Nee, du, lass mal. Ich mach's mal lieber das hier. Speicher. So. Mach das Ganze dann nochmal. Diesmal mit Schwert in der Hand. Na komm. Schwert in der Hand. Das macht das Ganze schon wesentlich einfacher und weniger panisch. Also, wir müssen zum Mineneingang und zwar zum oberen. Das wäre hier. So, es kommt gerade hoch. Ich sollte einfach warten. Hm? Gab es hier noch was? Ja, es gab noch recht viele Stellen, wo wir nicht alle Dinge angemacht haben, ne? Aber ja, also ich simuliere ganz kurz, was wir jetzt ganz, ganz oben hätten machen müssen. Einfach nur ganz seichte nach links gehen und so runterplumpsen. Da müssten wir eigentlich genau bis zu dieser Schlange hier fallen. Und das müsste reichen. Wenn das nicht reicht, dann müssten wir schräg fallen, um länger zu fallen. Wenn das denn irgendwie Sinn macht. Aber das müssen wir dann testen. Erstmal wieder hier rauf. Ganz in Ruhe bis ganz nach oben fahren. Ork umbringen. Ruhe bewahren. Und fallen. Ja, das klingt gut. So, höher, höher, höher. Gift ist auch gleich weg. Das Gift scheint irgendwie stärker zu werden. Also allgemein die Gegner, selbst wenn sie genauso aussehen wie andere Gegnertypen. Ich glaube, je weiter im Content wir vorwärts gehen, desto mehr Schaden machen die einfach. So, nicht runterschubsen lassen. So. Achso ja, das war übrigens eine Sache aus den Kommentaren. Die andere war, dass wir in der Küche irgendwo einen Besen gesehen haben. Also, ihr habt den Besen gesehen, ich natürlich nicht, sonst hätte ich ihn aufgehoben. Aber ja, den könnten wir mal versuchen aufzuheben. Aber jetzt versuche ich erstmal zu springen und ganz leicht ganz leicht nach rechts zu drehen. So. 13, 12, 11. Nee, das ist viel zu lange. Das klappt also schon mal nicht. Na gut. Küche.
Oh, da können wir doch nochmal heilen gehen. Wing. Wieder ein Stück Seele weg. Dafür aber am Leben. Und das ist irgendwie wichtiger. Da. Ganz viele Sachen tothauen. Au. Und dabei möglichst nicht selber sterben. Oh, 129. Ja, weil wir jetzt schon so viele Punkte eingesetzt haben in Schwerter, ist unsere Crit-Chance auch dementsprechend hoch. Und Pfeile, sehr schön. Auch wenn wir nicht wirklich so viele Pfeile gebraucht haben, wie ich eigentlich dachte. Aber gut. So, wir mussten hier einmal nach oben. War es jetzt der Weg zum Händler oder war es der Weg zur Küche? Beides. Oh, noch mehr Pfeile. Zack. Okay. Das ist die falsche Waffe. Der ist irgendwie ganz schön passiv. Ich stehe da und verprügel ihn und er zuckt nur mit den Schultern. So, rechts rum zur Küche. Und da ganz rechts, neben dem rechteren Ork, ist der Besen. Der sieht ziemlich gut aus, als wenn man damit Staub wedeln könnte. Au, Rüstung schon wieder beschädigt. So, können wir dich aufheben? Nein, können wir nicht. Schade. Aber war eine gute Idee gewesen. Wer auch immer den Kommentar geschrieben hatte. Oh, da ist noch ein Besen. Du vielleicht? Nö. Au. Hurra. So, ganz viel Fledermausflügel und rote Essenzen und überhaupt. Also hat sich so oder so gelohnt, hierher zu kommen. Komm, Froschi, mach dir dann auch noch platt. Genau. Da ist auch noch ein Besen. Der ist aber auch nicht gemeint. Das heißt, wir müssen weiter die Mine durchstöbern. Oh, das ist komisch. Womit könnte man denn noch sauber machen? Er hat gesagt, ein Lappen oder ein Wedel. Also Lappen müsste man noch in der Küche auch ganz viele finden können. So Putzlappen. Guck mal hier in diesem Haufen, aber das sieht eher aus wie dreckiges Geschirr. Nö. Beim Koch vielleicht direkt, aber da haben wir schon ein, zwei Mal geguckt gehabt. Oh, wir brauchen neue Heiltränke. 1, 2, 3, 4, viele. So, aufheben, mit dir sprechen. Wir würden gerne kaufen. Essenzen, nein. Diverse Gegenstände. Cool, wir könnten uns was ganz Tolles leisten. Also das hier oder das Gegenstück für den Händler. Aber nö. Und Rezepte hast du auch nichts Neues. Nö. Können keinen Lappen bei dir kaufen. Das ist schade. Das heißt jetzt wieder ein Stück Seele verkaufen. Dahin. Mhm. Und zur Mine. Und da jetzt nach und nach jeden Seitengang einmal durchgucken. Bis wir was finden. Entweder das oder wir gehen jetzt in die Kanalisation. Aber dann denke ich, überspringe ich hier was. Und das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. So, also, was sagt die Karte? Die Karte sagt, links geht's zum Wurm. Rechts haben noch nicht alle Lichter angemacht. Oh, und Fröschi kann sich austoben. Zack, 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 zack. Und ich werde jetzt auf jede Kleinigkeit auf dem Boden achten, ob man das nicht irgendwie benutzen könnte, um irgendwas sauber zu machen. Also ja, primär Bücherregale, aber trotzdem. So, hier unten ist ganz schön duster. Ah, hier waren die Ameisen, okay. Das heißt, ich probiere hier jetzt mal die Kerzen aus. Genau, du. Ausrüsten. Ting. Wo ist jetzt der Unterschied? Ist das Ding jetzt irgendwie... Au. Heller? Hm, okay, ich trinke erstmal einen Heiltrank. Und benutze eine Hitzeschriftrolle. Und hol die Knüppel raus.
So, hier Gas, die kleinen Viecher. Damit wird das auch Geschichte. Du an. Mit. Dass hier irgendwas Putzlappen-ähnliches. Nö. Na gut. Zack, zack. Grüne magische Essenz. Nee. So. Also, hier haben wir jetzt auch alles aufgedeckt. Einmal nach oben und nach rechts. Also müssen wir auf den Dingens da warten, der gerade weg ist. Schriftrollen haben wir auch keine mehr, können wir aber alle neu kaufen. Gab es noch irgendwas, was wir kaufen wollten? Da war was, als wir uns ausrüsten wollten für den Wurm. Da hatten wir irgendwann keine Kohle mehr. Und ich dachte mir, wenn wir jetzt mehr Geld hätten, könnten wir noch... Ah, genau, der Ubuntu-Typ. Wo war der Ubuntu-Typ? Ich glaube, der war hier oben und rechts, ne? Ja, sehr schön. Da können wir uns endlich eine neue Rüstung holen. Irgendeine, die mehr auf Schwerter gibt zum Beispiel, nicht unbedingt auf Bogen, die wir eh nicht benutzen. Oder nicht so häufig benutzen. Und das Ding hier ist eh Schrott. Es hat schon so oft Rüstungsabzüge bekommen. Ist nicht mehr feierlich. So. Pieks. Genau, da ist er. Oder da ist das Tür zu seinem Dingens. Und hier haben wir auch noch nicht alles geplündert. Ich sehe gerade oben links eine Schatztruhe. Genau. Dreh dich mal um. Dann können wir dem Kumpel den Rücken schlagen. Und danach dir ins Gesicht. So. Ich würde gerne Licht machen. Oh, da ist noch eine Schatztruhe oben rechts. Sehr schön. Da muss doch irgendwo ein Lappen zu finden sein. Du schläfst. Hurra. So, drück die Daumen. Oh, ist auch schön. Aber ein Lappen wäre mir lieber. Auch wenn das komisch klingt. Au. 116. Lappen. Oh, ein blauer leichter Speer. Was machst denn du? Unser Speer macht... Wo ist unser Speer? Da. 32. Der macht 31. Wenn du eine Kreatur tötest, wird die Magie dieser Waffe für eine Weile aktiviert und erzeugt zusätzlichen magischen Schaden. Okay. Licht an. Irgendwo fehlt noch eins. Ha. Da muss hier irgendwo ein Secret sein, oder? Aber ja, von dem Speer bin ich nicht so wirklich überzeugt. Weil meistens benutze ich den Speer eh nur um ein... Ah, da hinten geht's weiter. Meistens benutze ich den Speer eh nur um einen Gegner umzubringen und danach wechsle ich das Schwert zurück. Und der Zusatzschaden könnte sich nur auf den Speer beziehen. Aber das kann ich ja testen. Warte mal. Ich nehme jetzt mal dich. Schnelltaste 4. So, jetzt gibt es erstmal einen kleinen Cut und danach probiere ich aus, wie es mit dem Speer funktioniert.